Wenn man sich das Geschehen an den Aktienmärkten ansieht, hat man das Gefühl, die spielen so ein bisschen das Jahr 2019. Also die Rückkehr in eine Vergangenheit, die es so nicht mehr geben will, wird, so ganz nach dem Motto, vorwärts in die Vergangenheit. Das hat jetzt auch Jim Bianco, einer der klügsten Köpfe an der Wall Street, erkannt, der in einem CNBC-Interview gesagt hat, ja, wir spielen so, als würde es sozusagen nochmal 2019 sein, als würde es eine Zeit geben, in der wir all das wegwischen können, indem wir das, was passiert ist, praktisch vergessen können, als würden wir dann sofort wieder in U-Bahn-Schächten mit 500 anderen Menschen auf eine U-Bahn warten. Genau das wird aber nicht passieren. Aber es erklärt, warum dann die Aktienmärkte eben solche Jubelarien anstimmen, wenn ein Pharmakonzern wie Gilead äußerst vage Hoffnungen wieder schürte. Ich hatte verwiesen ja auf eine chinesische Studie, die abgebrochen wurde, und dann sagen viele, in den amerikanischen Medien wird das immer wieder rauf und runter gespielt in Sachen Remdesivir. Naja, da waren einfach dann zu wenig Leute. Warum waren zu wenig Leute bei dieser chinesischen Studie? Weil die Wirksamkeit nicht gegeben war. Die haben diesen Test verlassen, weil sie gemerkt haben, es hilft ihnen nicht. Also die Covid-19-Erkrankten, die mit Remdesivir behandelt wurden. Also es gab einen Grund, warum sie zu wenig Leute hatten, aber all das interessierte die Aktienmärkte nicht, weil eben diese Hoffnung da ist auf die gute alte Zeit. Im Prinzip könnte man das geradezu als reaktionär bezeichnen. Man imaginiert sich in eine idealisierte Vergangenheit, die so gar nicht mehr der Fall ist und der Fall sein kann. Jedenfalls sagt hier Jim Bianco, es wird so viele Veränderungen geben und viel mehr Evolution bei dieser Wirtschaft, als die Märkte das derzeit annehmen. Das ist zu vermuten. Und diese Rückkehr zur Normalität, die mit diesem Vorwärts in die Vergangenheit verbunden ist, die sehen wir hier an diesen typischen Mustern. Wir sehen hier sozusagen dieses Return to Normal. Und dann wird es schwieriger. Warum wird es schwieriger? Weil jetzt langsam die Realität einkommt. Wir haben auf der einen Seite die Träume, es wird alles so, wie es früher war und vielleicht sogar besser. Auf der anderen Seite müssen aber am 1. Mai Rechnungen bezahlt werden. Da werden Zahlungsverpflichtungen konkret. Und hier geht es eben um Realität und nicht um Fantasie. Da werden zum Beispiel viele Amerikaner werden aus den Märkten Geld abziehen, damit sie zum Beispiel die Miete bezahlen. Wir haben jetzt zum Beispiel immer mehr Aussagen kürzlich in den letzten ein, zwei Tagen, wo Fondsmanager sagen, ja, da sind Gelder stark abgeflossen, eben weil die Leute Liquidität brauchen, und das dürfte auch an den Aktienmärkten nicht vorbeigehen. Wir hatten gestern, ich muss sagen, einen wirklich guten, großartigen Auftritt von Jerome Powell. Warum? Weil er es geschafft hat, nicht die Wahrheit zu sagen, ohne direkt zu lügen. Denn was soll er den Leuten erzählen? Er muss Hoffnung machen auf der einen Seite, zweitens zeigen und versuchen, diesen Anspruch in irgendeiner Form glaubhaft zu machen, dass man die Sache im Griff hat. Aber das Problem natürlich ist groß. Und Jerome Powell hat dann einen Satz gesagt, der, glaube ich, sehr aufschlussreich ist. Die Schulden wachsen schneller als die Wirtschaft. Das ist seit der Finanzkrise, seit dem Jahr 2008 der Fall. Aber sagt er, this is not the time to act upon those concerns. Es ist nicht die Zeit, sich um solche Dinge zu kümmern. Nein, jetzt muss nämlich das Ponzi-Schema, auf dem vor allem das amerikanische, aber viele andere Geschäftsmodelle auch basiert, nämlich immer höhere neue Schulden zu machen, um damit die alten Schulden bezahlen zu können. Wir kommen gleich bei Tesla noch auf ein ähnliches Ponzi-Schema. Das muss aufrechterhalten werden, denn sonst kracht das ganze System zusammen. Und das will keiner, kann keiner wollen. Also muss man das System weiterspielen. Aber die Frage ist, wenn es jetzt nicht die Zeit ist, wie Heather Long hier thematisiert, wann ist es denn dann Zeit? Und wenn wir uns diese Verschuldung mal anschauen, und das ist hier eine Projektion aus dem Januar 2020 vom Congressional Budget Office, also es sind offizielle Zahlen, wie die Schuldenentwicklung der USA sein wird vor Corona, also vor diesem Billionenprogramm der Fed, vor dem PPP-Programm, wo sozusagen Small Businesses und Milliarden Dollar bekommen, wo die Arbeitslosigkeit massiv steigt, dann wären wir jetzt ohnehin schon vor einem exponentiellen Schuldenwachstum. Mit der Corona-Krise und mit den massiven Verschuldungsorgien, die da stattfinden, wird das nochmal eine ganz andere Dimension. Jetzt gibt es zwei Varianten. Entweder wird es eben so sein, dass man die Schulden bedienen muss. Wenn ich
die Schulden bedienen musste, dann habe ich weniger Geld zur Verfügung, das ich in produktive, kreative Bereiche stecken kann, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Oder ich zahle praktisch die Gläubiger nicht aus. Beides ist nicht wirklich eine tolle Alternative, aber das wird derzeit eben komplett ignoriert. Und hier sehen wir nochmal dieses massive QI, das die Fed betrieben hat, mehr als alle anderen QIs schon zusammen. Hier nochmal einige Aussagen von Jerome Powell. Wie gesagt, ich fand den Auftritt wirklich gut. Hat sich gleich bei den Leuten an der Corona-Front sozusagen bedankt, war sehr staatsmännisch, war sehr entspannt. Es war ja die erste virtuelle Pressekonferenz. Die waren also alle praktisch zugeschaltet, saßen teilweise in ihren eigenen Wohnungen. Und Paul hat ein paar Dinge gesagt, die wichtig sind. Er hat nämlich gesagt, ja, es gibt einige Dinge, für die wir nicht autorisiert sind als US-Notenbank. Hier meine eigene Zusammenfassung der Pressekonferenz gestern, die ich da praktisch live reingehackt habe. Es könnte aber notwendig sein, solche Befugnisse zu bekommen. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ist damit Aktienkäufe gemeint oder noch ganz andere Dinge? Er sagt hier, wir sehen vor allem das Problem, dass die Leute dann ihre Fähigkeiten, ihre Skills, ihre Arbeitserfahrung verlieren, wenn sie länger aus dem Arbeitsprozess sind. Und er sagt, dass vor allem der Produktionssektor in den USA massiv abstürzen wird. Er sagt, es gibt große Unsicherheit, aber eins kann man mit Sicherheit sagen, die Wirtschaftsdaten an so vielen Fronten werden so schlecht sein wie noch nie. Aber auch eine Erholung könnte massiv sein, wenn eben dieses Social Distancing aufhört. Und dann, das war das vielleicht Interessanteste, hat ein Bloomberg-Journalist gefragt nach dem Moral Hazard, also nach der praktisch diesem immensen Risiko. Bewusstsein, dass man sich sagt, naja, die Fed wird uns retten, wir kaufen, wir kümmern uns um nichts anderes, auch wenn es an der Realität vorbeigeht. Also die Fed sozusagen als Garant für das Risiko, das andere nehmen, die nehmen gerne die Profite, aber das Risiko, das wollen sie nicht haben, das nimmt ihnen ja die Fed ab. Jedenfalls sagte dann Paul, naja, die Inflation dürfte nicht steigen. Da war auch ein Teil der Frage zur Inflation, dürfte erstmal nicht steigen. Und die Märkte, sagte Paul, die Aktienmärkte versuchen eben das einzupreisen, was sehr unsicher ist. Und unsere Aufgabe ist eben, das Funktionieren der Märkte sicherzustellen. Sehr elegant ausgewichen dieser Frage. Ja, wir müssen nur das Funktionieren der Märkte sicherstellen. Deswegen erlauben wir sozusagen einen solchen Exzess. Naja, Paul hat auch gesagt, wir begeben uns natürlich als Fed in Risiken, aber das ist okay, wir müssen das tun. Schauen wir uns jetzt mal das Tagesgeschehen an heute. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Hier sehen wir die Zahlen der letzten Wochen. Es dürften so um und bei 3,5 Millionen sein heute wieder nach erster Schätzung. Und das sind die fast wichtigeren Continuing Claims. Hier sehen wir praktisch diejenigen, die arbeitslos bleiben. Das sind zuletzt jetzt um und bei 16 Millionen gewesen. Man erwartet einen Anstieg auf 19,3 Millionen. Die Zahlen 14,30 bei Finanzmarktwelt. Parallel dann zur EZB, Pressekonferenz von Lagarde und der Entscheidung, die ja 13,45 ist. Jedenfalls nochmal zurück in die USA. Hier sehen wir den Alkoholkonsum außerhalb von Gaststätten. Klar, die Gaststätten sind zu. Dementsprechend steigt der Konsum von Alkohol in den USA massiv an, aber er ist vorher schon gestiegen. Das zeigt, dass möglicherweise hier schon einiges im Argen war. Haben wir gestern auch in den BIP-Zahlen schon gesehen. Es waren ja nur die letzten 2 Wochen des März, also des gesamten Quartals, im Lockdown. Aber schon davor ist strukturelle Schwäche in der US-Wirtschaft gewesen, die dann nochmal zum Ausdruck kam. Hier mal ein Abgleich von Octavio Costa zwischen der Geldmenge M2 und den Fed-Assets, also der Bilanzsumme der Fed. Und wir sehen, die Geldmenge M2 wächst zwar massiv, aber lange nicht so schnell wie die Bilanz der Fed. Und ich hatte gestern diese Grafik schon gezeigt, die eben trotz steigender Geldmenge M2, also es kommt mehr Geld in, ist sozusagen im Kreislauf, aber dieses Geld rotiert nicht. Das ist langsam. Wir sehen hier den Absturz eben der Geldmenge M2. Und solange das der Fall ist, haben wir ein riesiges Thema. Und wie Costa eben sagt, es ist wahnsinnig schwierig, in einem solchen Umfeld überhaupt ein Kreditwachstum hinzukriegen, wenn die Geldumlaufgeschwindigkeit so kollabiert. Wir haben dann gestern auch bei Finanzmarktwelt das andere Ponzi-Schema mal kurz thematisiert. Dirk Schumanze, vor allem mit dem Artikel Tesla ist in jeder Hinsicht einzigartig und verfilzt. Hier praktisch eben die Struktur, wie ein Kommentator dann gut erkannt hatte, dass man im Prinzip immer neue Gelder aufnimmt, immer dann eine neue Vision auf den Tisch bringt. Klar, man hat sexy Autos mit Tesla und hat auch mit SpaceX wirklich teilweise Erfolge. Aber es ist dennoch eben weit entfernt, in irgendeiner Form rentabel zu sein. Tesla ja gestern mit Quartalszahlen Non-GAAP, also praktisch Goodwill von A bis Z dieser Bilanz, glaube ich, keinen einzigen Punkt und kein Komma. Das ist alles sozusagen Trash. Und wir sehen hier zum Beispiel
dass Elon Musk hier wie auch der Aufsichtsrat massives Interesse haben, den eigenen Aktienkurs nach oben zu pushen, weil sie von Tesla praktisch kaum Gehalt bekommen. Elon Musk etwa hatte im Jahr 2019 23.760 Dollar Gehalt von Tesla bekommen. Alles andere passiert über Optionen, über Aktienoptionen, die davon profitieren, dass der Aktienkurs eben nach oben geht. Und genau das Gleiche ist beim Aufsichtsrat der Fall. Schauen Sie sich den Artikel mal an. Tesla verfilzte vielleicht als Suchworte eingeben, dann dürften Sie das finden. Schauen wir uns dann noch an, was Elon Musk gesagt hat. Der hat gesagt, das ist faschistisch. Und dass man sozusagen im Earnings Call hat er das gesagt, dass man gezwungen wird, zu Hause zu bleiben. Klar, es ist eine massive Einschränkung der Grundrechte, aber es ist eben auch in jedem Land im Prinzip mit demokratischer Verfassung so, dass wenn Sie zum Beispiel hochgradig infektiös sind, Sie haben keine Ahnung, Cholera, und Sie weigern sich sozusagen bestimmte Dinge einzuhalten wie Quarantäne, dann kann man Sie wegsperren, eben aus Schutz vor dem übergeordneten Wohl der Gemeinschaft, der Allgemeinheit. Das ist sozusagen das Prinzip. Klar, es ist bedenklich, dass die Grundrechte hier eingeschränkt wurden. Das ist gar keine Frage. Aber man hat nicht das Gefühl, dass sozusagen dass ein Plan war, der dahinter steht, um unsere Grundrechte einzuschränken. Das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, auch wenn der eine oder andere da sagt, nein, nein, das ist ein großer Plan gewesen. Wir kennen ja die bösen Jungs, die diesen Plan hatten, an Anführungszeichen. Schauen wir uns noch an, was Trump zum Trade Deal gesagt hat mit China. Sagte in einem Interview, sie werden alles tun, nämlich China, um dafür zu sorgen, dass ich die Wahl 2020 verlieren werde. Jetzt also ziemlich scharfe Töne wieder gegen China, auch mit Entschädigungen hatte Trump. Da sieht er verschiedene Möglichkeiten, was er da tun könnte. Also es verschärft sich sozusagen der Konflikt zwischen den USA und China wieder, wenn man es mal auf den Punkt bringen will. Jedenfalls hier nochmal abschließend mit eine Grafik, die zeigte, dass wir wahrscheinlich bei der Fed eben auch auf dem Weg sind, wie bei der Bank of Japan. Früher oder später wird die Fed eben auch Aktien kaufen über ETFs. Die Bank of Japan hat jetzt schon etwa 69,2% aller ETFs, die in Japan gehandelt werden, sind in der Bilanz der Bank of Japan. Und abschließend, weil es zur jetzigen Zeit sehr, sehr gut passt, wie ich finde, möchte ich Ihnen für das längere Wochenende dann den Film Delikatessen empfehlen, ein französischer Film aus dem Jahr 1991. Grotesk, ist wirklich horrend witzig, einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Man sieht da zum Beispiel so kleine Sequenzen, sitzen die Leute am Frühstückstisch und man sieht dann nur ganz kurz den Titel der Zeitung Les Temps Misérables, die miserablen Zeiten, die elenden Zeiten. Da herrscht nämlich auch so eine Art Wirtschaftsdepression seit Jahren. Das vielleicht einfach mal gucken, ob Sie sich das antun am Wochenende. Finde ich, passt wirklich hervorragend zur aktuellen Zeit. Schauen wir uns mal die Geschichte in C-Charts an. Was wir hier sehen, ist der S&P 500 2957. Wir sind gestern dann nochmal gestiegen mit den Facebook-Zahlen, mit den Wunderzahlen von Tesla, mit dem Microsoft. Alles ganz furchtbar toll, aber eben nicht die Wahrheit dessen, was jetzt kommt. Und wir sehen eben hier, dass wir kleine Rücksetzer jetzt haben, aber natürlich alles super schick ist. Der DAX hat die 11.300er Marke heute schon gesehen, also praktisch vorbörslich. Wir sehen, Gold ist derzeit bei 1716, möchte offenkundig steigen. Und wir sehen, das amerikanische Crude Oil 1858 und Brent sieht irgendwie anders aus, $25,80. Also, das soll es erstmal gewesen sein. Eigentlich sind wir dabei, sind vor allem die Amerikaner dabei, ein Ponzi-Schema zu retten. Und dass die Wall Street dasteht, wo sie steht, ist ja letztendlich zu zeigen, wir lassen uns nicht unterkriegen. Zwar haben die Amerikaner mit Abstand das höchste Fallpotenzial, weil ihre Leben über ihre eigenen Verhältnisse als Ponzi-Schema schon ein paar Jahrzehnte andauert und man sich das als Supermacht, die gleichzeitig militärisch absolut dominant ist und den Dollar, die Weltwährung, druckt, aber gleichzeitig ein Geschäftsmodell hat, das eben jetzt durch die Corona-Krise noch mehr kollabiert als andere. Das versucht man jetzt aufrechtzuerhalten und die Wall Street spielt eben dieses Ding. Es wird alles so wie früher. Es ist die Sehnsucht der Supermacht, die relativ absteigte nach dem konkurrenzlosen Supermachtdasein, das man vorher hatte. Aber es ist nicht die Wahrheit. Die Dynamik wird sich ihren Weg brechen. Die Dinge entwickeln sich. Da wird auch Gelddrucken nicht dagegen helfen. Das ist leider die Wahrheit. Wir sehen uns am Montag. Ich hatte gestern schon gesagt, das Markeflüster heute entfällt. Ich habe andere Aufgaben zu erledigen und würde mich freuen, wenn Sie dann am Montag wieder dabei sind. Ich sage, pfiat, Servus und ciao.